Hallöchen, meine lieben Freunde, und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Anstoß 3. Ja, letzte Folge sind wir aufgestiegen, jetzt sind wir in der zweiten Liga, jetzt müssen wir erstmal die Kalkulation alle machen. Das werden wir auch eben machen. So, hier haben wir zwei Derbys, da würde ich mal ein bisschen Geld steigern hier, Düsseldorf und Bochum. Na, um 25% würde ich mal sagen. 5 Millionen Fernsehgelder, passt. So, und hier haben wir wieder Verträge. Ja, wahrscheinlich wird es wieder Elementum. Für 2 Jahre, würde ich sagen, oder? Wir gehen mal ein bisschen runter. Wir handeln mal ein bisschen, würde ich sagen. So, 400.000. Ja, das ist mir jetzt nicht so wichtig. 350 machen wir da. Wahlrunde ist mir auch jetzt nicht so wichtig. Machen wir ja 23.000. Pokalsieg wird eh nicht sein. 150.000, Laufzeit 2 Jahre. Hier machen wir mal 600.000, weiter runter gehen. Ja, passt doch. So, hier. Ja, okay. So, Angebot vergleichen. Erstmal das hier, das ist das Wichtigste. Die beiden Sachen, Meisteraufstieg. Boah, weiß ich nicht, ob wir das schaffen, ey. Glaube ich eher weniger. Sonst jede Pokalrunde weiter, sagen wir mal eine Runde mindestens. Ne? Ja, Elementum wäre da eine bessere Wahl für 2 Jahre. Und dann nehmen wir das mal an. So, wie sieht es denn hier aus? So, die haben keinen Bock mehr, dann nehmen wir das. So, die steigen aus, dann nehmen wir das für 2 Jahre. So, dann nehmen wir hier Effe. Passt das doch. So, hier nehmen wir mal Konditionstrainer 2. Bisher 200 Euro. Hier gehen wir mal um 100 Euro runter. Ah, hier kann man nicht runtergehen, ne? Warum nicht? Warum geht er nicht runter? Achso, ja, wegen hier, ne? Da machen wir 0 Euro. Aber hier so 11 bis 14 machen wir 200, 300, 400, 500. Machen wir so. Na. Auswärtszuschlag 50%. Machen wir 50% Auswärtszuschlag. Obwohl, nee, da kommt auf dasselbe hinaus. Nicht-Abstieg. Machen wir mal 50.000 sogar. So, passt. So, brauchen wir hier eine Versicherung? Nee, nicht wirklich. Wir fahren mit dem Bus. Würde ich sagen. Machen wir hier mal ein bisschen höher. Rentner mit PC machen wir auch mal. Das reicht mir. So, wir haben 2,29 Millionen kalkulierten Gewinn. Dann machen wir hier mal ein bisschen mehr an der Jugend arbeiten. Hier machen wir Amateurabteilung, machen wir auch ein bisschen. Spielerbeobachter lassen wir 30.000. Vorschlag, Stärke 3. Ich würde gerne einen Schleifer nehmen, ne? Gibt es hier einen? Ne, gibt es nicht, ne? Wissenschaftler. Kumpeltyp. Ja gut, wer würde denn passen? Sagen wir mal so. Rüdiger Rehm, Robert Klaus. Thomas Selliger. Ja, passt ja, gesellig. Selliger. Kumpeltyp, Duda, Wissenschaftler. Boah, Leute. Ey, was sind das denn für Leute? Ey, hier Motivationskünstler. Die haben gar nichts als Ruf. Normalerweise will ich ja gerne einen Schleifer, ne? Normalerweise. Aber komm, hier, nehmen wir mal den Ari van Lent. Für 2 Jahre. Derzeitig haben wir einen Torwarttrainer, ne? Ja, komm, dann lassen wir das. Konditionstrainer nehmen wir 2. Passt schon.
Und dann ab geht's, ne? So, hier die Aufsteiger nochmal und so. Wer ist denn hier in die erste Liga aufgestiegen? Burnham auf Aston Villa und Liverpool ist wieder zurück. Celta Vigo, Huesca und Levante. Ja. Absteiger Roda, gerade Zwolle und Den Haag. Ja doch, Den Haag war erster, okay. Venlo, Nimwegen und Go Ahead Eagles steigen ab. Ach, steigen auf, meine ich. Pölten steigt auf, Kapfenberg steigt ab. So, nationaler Pokal. Gegen wem spielen wir denn? Gegen Augsburg, direkt gegen den Erstligist. Warum spielen wir auswärts überhaupt? Verstehe ich jetzt nicht. Aber okay. So, UI Cup. Da spielt Dortmund gegen Anderlecht. In der ersten Runde. Champions League Quali haben wir Leipzig gegen Subotica. Und ja, das war's. EM-Qualifikationsgruppe, da geht's ja weiter. Ja, wir starten dann mal, würde ich sagen. Transfers gab es auch noch. Big Netty von Frankfurt nach Homburg. Dann haben wir noch Dawson von Tilburg nach St. Pauli. Und Nibergall von Köln nach Ludogorets Razgrad. Und wir werden aufgewertet, sehr schön. So, Transfers gibt es noch. Wir gucken aber erstmal, wie viel Geld wir haben. So, DFB-Pokal machen wir erstmal eine Siegprämie von 5.000 Euro. Ist er 5 oder 6? Haben wir 6.000 Euro. So, Jasic hat sich in Sachen Flanken verbessert. Das ist schon mal richtig gut. Da würde ich sagen, als nächstes Zweikampf. Sonst haben alle, ne? Was macht der Aidonis? Der macht Viererkette perfekt. So. Aktueller Kader. Wie sieht's denn hier aus? Den König, den würde ich gerne auf der Transfer... Achso. Okay. Den würde ich gerne weiter auf der Transferliste packen. Ansonsten... Ja, Mann. Sollen wir den verleihen, ey? Ich weiß nicht, obwohl der hat keinen Vertrag mehr, ne? Etwa. Kleines Talent. Den würde ich gerne noch verlängern. Uni, da bin ich mir halt unsicher. Wie lange hat der denn? 816.000 kriegen wir nur für den. Ey. Nicht so viel. Gucken. Was haben wir denn hier alles auf der Transfersliste? Sturm haben wir gar nichts, okay. Wie viel Geld haben wir? 4,13 Millionen. Ist jetzt auch nicht allzu viel, ne? Ist jetzt auch nicht die Welt. Was wir hier haben. Wie gesagt, den Kuni würde ich auch noch verkaufen. Na, wir gucken mal. Sturm, Inländer. Mindestens ein kleines Talent. Malone. Schusskraft 2. 740.000. Trainingsfoul und Skandalnudel. Ja gut, das ist ja natürlich jetzt nicht so berauschend. Hat schon seine Maximalstärke. Tiggers Schusskraft 3,78 Millionen. Ist ein Geldgeier. Kleindienst. Freischuss, Torinstinkt 7,44 Millionen. Eberwein Kopfball Schnelligkeit 2,1 Millionen. Robert Glatzel. Ja, Malone, ne? Der wäre jetzt Morris Malone, Skandalnudel und Trainingsfoul. Da muss man gucken, ne? 740.000. Was ist, wenn wir keine Inländer nehmen, sondern egal. Oh, da haben wir einiges, ne? Gucken wir mal nach jungen Hüpfern. Da haben wir nichts. Wie sieht's hier aus? Stärke 10 schon, ne? Huskovic. Partizan Belgrad, Österreich, geht auch noch. 1,98 Millionen, mittleres Talent. Verletzungsanfälligkeit hoch. Willemsson, boah, der ist günstig, ne? Kann keinen Elfmeter. Trainingsweltmeister und Skandalnudel. Bipi! Ball halten und dribbeln. 21 Millionen, okay. Ja, der Willemsson, ne? Ist ein Schwede. Hat aber schon in Deutschland gespielt, bei Darmstadt. 2,16 Millionen. Huskovic 1,98. Laufstärke und Spielübersicht hat der. Müsste man noch Torinstinkt lernen, ne? Ja, gucken wir mal nach anderen Spielern. Alvarez haben wir da. Wir gucken mal. Lubicic. Hat in Österreich mal gespielt. Ja, Morris Malone, ne? Der wäre die günstigste Alternative.
Alvarez, Schusskraft, Laufstärke. So, okay. Gehen wir mal hier. Wie sieht's da aus? Da haben wir auch noch was hier. Pichler. Stärke 7. 1,54 Millionen Treter. Ameniedo. Kopfball, aber keine Spielübersicht. 2,16 Millionen. Abiyama. Gucken, haben wir hier eine... Rotimi. 1,49 Millionen nur, ey. Günstig, günstig, ey. Marcos André. Kopfball, Flanken, Ball halten. Brasilianer. 28 Jahre alt. Dembele. Tigges. Bowen. Ach, guck mal. Escricha. Spanier. Schnelligkeit und Elfmeter. Teenie-Star und Leichtfuß. Mittleres Talent. Aber 27 schon, ne? Also verbessern wird er sich jetzt nicht, ne? Daka kann Kopfball. Integrationsfigur. Ja, um ehrlich zu sein. Wie sieht's hier damit aus? Korea. Vertrag muss auslaufen. Ja, Hedwa, der spielt bei uns. Meissner und Bielefeld. Schusskraftlauf 2,16 Millionen, ne? Testro, war ein anderer. Großes Talent, Stärke 2. Kruse. Julian Kruse, Kopfball. 1,2 Millionen, fairer Spieler. 20 Jahre jung, könnte man noch verbessern, ne? Ah, die sind sogar abgestiegen, ne? Ah, die stimmen. Warte mal. Ja, die sind doch in der zweiten Liga abgestiegen. Hat in der letzten Saison aber keinen Einsatz gemacht. Können wir ja mal nachfragen. Mal gucken, wie viel die haben wollen für den. Ansonsten, wie gesagt, wäre der Malone noch was. Wie gesagt, der Malone wäre auch noch was. Wo ist der Malone? Malone, 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 Malone. Wo ist denn der jetzt? Achso, ja, wir müssen ja hier einstellen noch. Malone, Malone, Malone. Wo ist er denn? Hier ist er. Beobachtungsliste, so. So, Jugendspieler, genau, die werden gefördert. Machen wir ihn hier. Obwohl Hoffmann, der ist schon 16 jetzt. Dementsprechend Jugendspieler abwerben. Da haben wir nur den Libero. So. Obwohl, warte mal. Ach, weiß ich nicht. Wir brauchen... Kann man das absagen? Nee, kann man nicht, ne? Schade. Kuni wird auch auf der Transfersliste gepackt. Ansonsten, Adjani wollte ich ja auch abgeben, ne? Da haben wir nun den Basé, ey. 1,44 Millionen. Ballzauber, Kämpfernatur. Hat aber Knieprobleme. Wer ist denn da heil, ne? Haben wir da noch, ne? Ups, RM. Na, zu alten will ich auch nicht. Hier, Munoz. Schusskraft. 2,16 Millionen, aber... nee, lass mal. Hankuri. 750.000. Becke 7. Aber er wird auch nicht mehr so abgegradet, wenn er. Also hochgepusht. Aber wie sieht's denn hier aus?
Ah, guck mal. Boljevic. Rechtes Mittelfeld. Montenegro. Skandalnudel. Wir gucken mal hier. Gomo. Naja, nix dabei, ey. Lecker. Der ist günstig. Boljevic. Skandalnudel. Vertrag muss auslaufen. Gucken wir da mal. Checker. 960.000 Flanken kann der Musterprofi und Geldgeier. Weitfüßig. Er ist 25 Jahre alt, ne? Deswegen will ich ja eigentlich einen jüngeren, weißt du? Bist da, oder wir gucken hier mal auf weitfüßig. Da war nix. Joa. Ist aber kein beidfüßig. Wow. Auch so viele. Sudan. 2,8 Millionen hat der. War sein Vertrag. Achso, 4 Jahre Vertrag. Ne? Paredes von Wolfsburg. Großes Talent. Boah, 35 Millionen. Lazaro, McNeil, Stärke 8 jeweils, 570.000, hey, günstig, Vereinsanhänger, aber ist halt nicht beidfüßig, aber für links, wer ist links, aber links brauchen wir eh jemanden auch. Ne? Deswegen Dierlund. Der wäre schon der Dembele richtig gut. Schotte und Elfenbeinküste. Das heißt, der kann auf jeden Fall Englisch mit uns quatschen. Was haben wir hier? Da haben wir nix. Gürler. 33, okay. Der Vertrag muss auslaufen. Kann auch Stärke 6 sein. Blum. 22 Jahre alt. Zweikampf, Spielübersicht, aber kein Ballzauber. Gyampfi. Vorinstinkt. Mann ohne Nerven. Stärke 6. Kleines Talent. Den packen wir auch mal auf Beobachtungsliste. Wuppertal, Chiosa, Laufstärke. Kleines Talent, Geldgeier, Trainingsweltmeister. Beifüßig. Ja. Almok. Wärmer. Achso, ja. Der war auch gut. So, Beobachtungsliste. Da haben wir jetzt Jersak, Jamfi und Malone, die drei. Da würde ich ein Angebot jetzt machen. Und dann Rechtsverteidiger brauchen wir auch noch, ne? Fällt mir gerade ein. Ja. Wurm, 1,8 Millionen. Wiesmeier, 630.000. Beendet Karriere. Na gut. Da haben wir schon mal. Ja, den Bauer hätten wir da zum Beispiel. Semic. Mittleres Talent, keine Elfmeter. Dann haben wir hier Bauer. Laufstärke. Leichtfuß, Unruhestifter, beidfüßig, aber Knieprobleme.
Ach Leute. Dribbling, Elfmeter, aber kein Kopfball. Fleckma. Neuer Innenverteidiger spielen. Rot-Weiß Koblenz spielt der Stärke 5. Reuter. Technik. Musterprofi. Ja, der wäre schon was. Der Reuter. Simic würde auch noch gehen. Ja gut, Leute. Ne, das machen wir aber dann in der nächsten Folge, die Angebote. Ich mache jetzt noch hier den Terminkalender. Ne, aber den holen wir doch nicht. Den Kruse, würde ich sagen. Wir holen stattdessen den Malone. Den holen wir uns. Wen mache ich denn noch erst Angebote? Ich glaube, Reuter machen wir erstmal ein Angebot. Und Chiose. Chiose mache ich Angebot, weil der beidfüßig auch ist. Und wenn wir den nicht kriegen, dann können wir immer noch Giampfe holen. So, erstmal Jasic auf Rechtsverteidigerposition. Und dann machen wir auch noch die Vertragsverlängerungen. Ups. Mal gucken, wie der spielen würde. Kölle auf linkem Mittelfeld kann der auch. Der kann. Ja, krass, ne? Ja, stimmt, Makridis ist auch beidfüßig, ne? Da war ja was. Genau. So würde ich auch spielen. Morgalla, ja. Aidonis, ja. Oh, der hat sich sogar verbessert auf Stärke 9. Sehr schön. Rechtsfuß. Rechtsfuß, okay. Ja, die beiden, ne? Lavia und Frey, ja. Sänger auf jeden Fall mit. So. So, Ajani. Dann würde ich Kölle noch mitnehmen. So, dann packen wir mal welche auf Transfersliste. Und zwar der Heuer. Packe ich mal auf der Transfersliste. Da haben wir nämlich genug. Jasic, Ajani. Ja, wie gesagt. 836.000. Ja, hier bin ich am überlegen, ob wir nicht den Lavia sogar verleihen. Aber den würde ich erst verlängern. Aber da muss ich gucken. So, König und Kuni geben wir ab. Genau. Heuer. Den Henke würde ich verlängern wollen um 2 Jahre oder so. Heil würde ich verlängern wollen. Lavia, Osterhage. Dann Wehrmann sowieso. Etwa. Und ja, genau. Aber gut, liebe Leute. Das würde ich sagen, machen wir alles auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich rede immer so, als wenn ich jetzt die Folge beende, aber will ich ja gar nicht, weil wir müssen auch noch das hier machen. Wir spielen am Woche 7. Training. Ja, passt. Dann machen wir mal hier mal ein Freundschaftsspiel. Gegen. Ja, direkt gegen so einen Mitkonkurrenten, würde ich sagen. Obwohl, nee, da machen wir erstmal kleine Brötchen backen, Koblenz. Dann machen wir hier noch ein Spiel gegen, ja da, gegen Stuttgart. Und machen wir hier noch ein Spiel, Woche 5. Nee, warte mal, ich habe jetzt Woche 4, ne? Woche 2, 4. Ja, komm, das passt schon. Wir machen noch die anderen Sachen. Familientag machen wir noch. Dann machen wir noch einen Jugendtag. Machen wir hier auch noch. So, hier machen wir Tag der offenen Tür. Machen wir hier an dem Samstag. Wir gehen auch noch eine Runde italienisch essen. Gehen wir auch noch mal. So, und das für Dezember machen wir ein andermal. So, 2 Testspiele müssten genügen. Da sind auch wahrscheinlich die 9 dabei, obwohl, muss man gucken, gegen Stuttgart, ja. War davor nicht. Ja gut, liebe Leute, aber das war's diesmal mit dieser Folge. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir mal, wir machen dann die Termine mit den Verpflichtungen. Vertragsverlängerung kommen danach, wenn wir neue Spieler geholt haben.
Weil, wie gesagt, Ajani werden wir wahrscheinlich auch noch abgeben. Ne? Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Tschüss.